Hallo, liebe Tagebuch. Sind wir weiter hier in die Forsten dran, was die ganzen illegalen Zeugs angeht? Da müssen wir mal gucken, ob sich der korrupte Polizist, wenn er das denn ist, der Eckhardt, auch nochmal bei uns meldet, ob es da weitergeht. Solange machen wir hier Forstarbeit einfach weiter. Brüder Wald müssen Geld verdienen, ne? Gehört auch immer dazu. Und dann läuft es hier. Das wäre ohne die Pons hier nicht möglich gewesen, ne? Guckst du. So hier so hart an die Berge und ich sitze aber trotzdem gerade. Der hat hier sowas zum Austauschen, ne? Ich flippe aus, ey. Da fährt der Lamborghini vorher. Guckst du dir das an? Hey Eckhardt! Hallo, Abel. Hallo! Hey, da ist ja die Lambo. Du hast. Martin hat mich gerade ein bisschen verfolgt, aber das Ding geht hier ab wie Schmidts Katze. Aber den kannst du, klar, der ist natürlich nicht, aber der ist auch auffällig, ne? Ja, das ist halt das Problem. Vielleicht, warte, sollten wir den erstmal oben in den Wald stellen, ne? Der ist hier ein bisschen sichtbar. Soll ich den wegstellen? Mit den Autos kenne ich Was? mich gut aus, ne? Drück mal ein. Oh, das. Da alte Gefühle, ne, von die Duisburg, da kenne ich die Maschinen noch, ne? Das ist coole Geräte. So, da steche ich die mal hinten rein, kann ich zum Eckart zurück. Fällt erstmal nicht auf. Aber da hinten sollte erstmal nichts passieren, ne? Erstmal ein Taxi gleich rufen, dass ich schnell wegkomme, nicht, dass Martin mich vermisst. Ja, das stimmt. Hat der Martin denn gesehen, dass du das warst? Nö, der hat nur gesehen, dass irgendwer im Auto vor dem hergerast ist. Okay. Martin sucht immer noch die X-Klasse oder so vom Händler. Okay, was denn hier los in die Flussteile? Wo kommen denn die ganzen Autos auf einmal her? Keine Ahnung. Vielleicht aus Duisburg, wer weiß. Ne, ich weiß tatsächlich, wo die Auto herkommt. Die kenne ich, ne? Der ist geklaut oben bei Kandelin. Und guck mal, pass mal auf, da müssen wir mal für die Auto hingehen, da muss ich dir mal sagen, ne? Das ist auch, also die Auto, die ist extrem so heiß, den normalerweise fasst den keiner an, ne? Weil Ja, glaube ich. so viele Aventador gibt's nicht und guck dir das mal an. Und dann auch noch vorne so ein Hirsch drauf, ne? Da ist der Hirsch drauf, den klaut doch keiner, der ist doch super mega auffällig, ey. Und trotzdem wurde er dreimal geklaut. Das ist nicht zu glauben. Und hier auf der Seite sind auch die Hirschlogos drauf. Also da musst du schon selten dämlich sein, dass du so ein Auto klaust, Ja. ey. Hätte sich bei uns schon keiner getraut. Aber wie gesagt, hätte ich Abnehmer, ne? Gib den ab für einen guten Preis und dann teilen wir uns das. Echt? 50-50 oder was? Boah, das kriegen wir hin. Alles klar, ey. Du musst den nur verschiffen. Wenn du eine X-Klasse haben möchtest, guck mal bei der Zuckerfabrik vorbei. Da wäre auch ein Auto. Okay. Wer hängt denn da alles noch mit drin, Eckhardt? Marihuana sucht das Auto. Okay, der sucht es und. Sag Also wenn du mal. vielleicht gut dastehen willst bei dem, ne? Oh, da Aber könnte. warum das da steht, keine Ahnung. Okay, aber du weißt, dass der da steht, ja? Der steht da, ja. Bin da auf Streife hergefahren, ich dachte so, ach, lässt mal erstmal stehen. Lässt den mal ein bisschen zappeln, den Jungen. Ah, da haben wir noch tatsächlich, der hat noch irgendwie was bei mir zu sagen. Da könnte ich bei dem ein bisschen Vertrauen bekommen, wenn ich dem das die Information gebe. Aber dann kriegst du von die Verkaufe von die Lambo nochmal einen oben drauf, ne? Da werden wir uns schon einig. Dann koch, ne? Ja, wie gesagt, der schöne Auto, ja. Eigentlich. Definitiv. Und cooles Logo davor, ne? Das ist echt so. Der gefällt mir, die Orange. Und die, hast du mal geguckt, hier mit den Kanten, der Schattenwurf von den Kanten, das ist so richtig Auto mit Charakter, ne? Ja, teures Ding, ne? Ohne Frage. Wusstest du, dass da drunter ist eine Chassis von die Audi? Nee, das wusste ich nicht. Ja, ist Audi-Chassis unter die Auto, ja. Okay.
Ja, wie gesagt, ich kenne mich aus mit den Rennautos, ne? Deutsche Qualität. Ja, ist hier drin verbaut in die Lamborghini. Also fährt sich auf jeden Fall cool und schnell. Und man hängt die Polizei damit an. Aber du musst das ja am besten wissen, ne? Das liegt ja daran, dass ihr nur so langsame Karren habt, nur die komischen, wie heißen die? Hier diese Pickups, ne? Ford noch was, ja. Ah, wir müssen mal aufstocken, vielleicht kommt ein Mercedes oder so irgendwann mal. Aber ein vernünftiges Teil. Aber mit so einem Pickup kannst du nichts werden, ne? Nee. Ja, cool, Eckart. Dann wir machen das so. Ich rufe dich an, wenn der weg ist, wenn ich die Kohle bekommen habe, ne? Jo. Und dann geht der Rest in deine Tasche. Oh, ne? Mal 50-50 hast du gesagt. Jo. Machen wir. Grüß deinen Kumpel mal, deinen Bruder. Das mache ich, aber erstmal muss ich gucken, dass ich den wegstelle. Ich weiß, der Rainer möchte, glaube ich, nicht mit so einem illegalen Zeug zu tun haben. Da wäre, glaube ich, nicht so gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Und ich glaube, ich stelle ihn nur ein bisschen tiefer in die Wald. Jo. Da könnte auch sein, dass ich vielleicht mal ein Auto zum Wegfahren brauche hier. Irgendwie, da kannst du dir nicht vorstellen. Seit ich hier bin, habe ich gedacht, ich werde hier ehrlicher Typ. Aber diese ganze Welt ist unglaublich, ey. Hier ist nur illegal, alle kaufen, verkaufen, alle wollen dir was, dich über den Tisch ziehen oder eben nicht, und illegale Geschäfte, du kannst hier kaufen, ohne Quatsch, kannst hier kaufen, große Ponze, komplett neu, für 170.000 Euro, ne, gibt's sonst nicht. Das ist doch perfekt. Ne? Ja, das ist schlimmer als in Duisburg, kann ich dir sagen. Flusstal, ja. Schlimmer als Duisburg. Okay. Wusste ich nicht, dass das so abgeht. Das ist Pflaster. Alles klar, Eckart. Der Deal steht, du kriegst Bescheid, wenn das verkauft ist, und kriegst dann die Kohle. Ich melde mich und dann machen wir den Platz aus, wo ich dir das geben kann, ja? Kriegen wir hin. Gut, danke. Eckart, tschüss. Taxi, tschüss. Punkt ist Ahmed. Ich muss den erstmal wegfahren. Da kann ich den Rainer noch nicht Bescheid sagen. Ich muss den erstmal hier tief in den Wald fahren. Der Rainer wird sonst ein bisschen zu schnell nervös, ne? Komm mal, ich nehme was Handwalkie-Talkie, jetzt hört er mich denn. Ahmed? Rainer? Ach, hallo? Hi. Bin ich im Träger? Ich habe dich gerade versucht, über das Funkgerät zu kriegen. Ne, ich bin tatsächlich gerade nicht, musste hier in die Wald rein. Rainer, du glaubst es nicht, ne? Da kann ich dir versprechen, du glaubst nicht, was hier alles los ist. Ja, ich bin, das glaubst du auch nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Alles klar. Rainer, mit die ganzen Geschäfte, die hier laufen, aber das sollten wir nicht über Funk machen. Lass uns gleich persönlich sprechen, ja? Ja, ich schätze mal, so 10 Minuten brauche ich wohl noch. 10 Minuten? Bis hier? Vielleicht nicht ganz so lange, aber ich bin jetzt erst noch... Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen entfernt, ich komme ganz aus der Stadt. Da müssen wir mal gucken, ja. Mit 50 km/h. Kann mir ja nicht so Mercedes leisten wie unser Händler, weißt du? Ja, aber ich habe gehört, der sucht den auch. Ja. Der ist auch weg, verschwunden. Ja, aber die haben den, glaube ich, gefunden. Er soll irgendwo hinkommen. Okay. Und der klang nicht gut, als wenn er es... So freudig ist er jetzt wieder da. Okay, dann ist da auch irgendwas wieder mit nicht in Ordnung, ne? Scheint so. Aber ich weiß auch, wo der ist. Hab da auch von jemandem gehört, wo der Mercedes abgeblieben ist. Ja, wo denn? Ja, der muss irgendwo bei einer Zuckerfabrik sein. Ah, okay. Wie gesagt. Aber heile, ne? Ich glaub ja. Ich glaub, der ist noch okay. Aber so klang der Mario nicht. Der, wo dann ins Auto gestiegen ist, mein Auto, was ist damit passiert? Okay, vielleicht ist der, ich glaube, der Mario ist nicht glücklich, da sind bestimmt irgendwelche Sachen drin, Drogen oder Pillen oder so Kram, ne? Dann wäre er glücklich. Ja. Oh, was ist hier denn los? Oha. Wir müssen mal mit der Stadt reden, dass wir hier einen Auftrag kriegen. Bei Feld, hier bei der 15, beim Feld hier. Da hängen Äste auf der Straße. Vom Baum. Muss mal mit der Verwaltung bei ihm telefonieren, mal gucken, ob ich da irgendjemanden kriege.
Alles klar, dann mach das mal. Weiß gar nicht, wo einer da heute? Ah, der Eckhardt war gerade noch hier. Ich weiß nicht, ob der schon wieder zurück ist. Ja, ich ruf mal den Matt. Das ist so eine gefährliche Pflaster hier, die Gegend. Kannst du nicht glauben, ne? Was hier abgeht, ey. Kommt der auch noch mit um die Ecke, weiß, wo die Autos sind. Hat jetzt habe ich einen Lambo da stehen, ey. Aber vielleicht halte ich mir den hier. Aber ich weiß auch nicht, der muss mit dem Martin mal absprechen, ne? Der Eigentümer von dem Lambo, den kenne ich über 24 Ecken, ne? Und der hat eigentlich guten Finderlohn auch auf das Auto gemacht. Von daher könnte ich sagen, ich hätte den verkauft und dann geht er wieder zurück an den Originaleigentümer. Dann kriegt der Eckhardt das gar nicht mit, dass der. Dann kriegt er da Geld für. Oder wir lassen den Eckhardt direkt auffliegen. Da muss ich mit dem Martin sprechen, wie wir das am besten machen. Oh, das ist der Rainer wieder. Oh, jetzt schiebe ich die Bornowale hier weg, ne? Komm, jetzt steige ich mal aus hier. Das ist halt so. Rainer, pass auf. Da, ja. Jetzt müssen wir mal Informationen austauschen. Der Eckhardt war hier und wie ich schon vermutet hatte, der hat die Lambo gehabt, ne? Der. Ja, hat der gehabt, pass mal auf. Komm mal. Woher weißt du das? Ja, komm mit. Das ist mit mir im Wall. Angst, dass das jemand hört, oder wie? Na, komm mal mit. Ich bin doch hinter dir. Ja, das. Natürlich habe ich Angst, dass es jemand hört. Weißt du, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier abgeht, ey. Los. Das ist, guck mal her. Bäh. Das ist doch der Lambo, der gesucht wird. Genau, guckst du mal her. Das, welcher Idiot, welcher oberhohle Vollidiot klaut denn ein Auto mit so einer Hirsch vorne drauf? Das ist doch, den kannst du doch, findest du doch überall wieder. Weißt du doch, dass der ist von jemandem mit Hirsch drauf? Doch nicht. Ja. Oh Mann, Achmed, aber was lässt du dich jetzt hier reinziehen? Pass auf, nein, Rainer, habe ich alles mit dem Martin geklärt. Habe ich gesagt, mache ich Geschäfte mit die Eckhardt, um rauszufinden, wer hier der korrupte Polizist ist. Alles, okay. Alles fein. Der Eckhardt hat mir den gebracht, hat gesagt, pass auf, hier lasse ich dir hier, verkauf den, machen wir 50-50, hat der gesagt. Okay. Na? Und jetzt muss ich gucken, wie ich das mit Martin abkläre, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl hier in der Stadt, das ist nicht mehr sicher alles, ne? Da müssen wir mal gucken. Weiß nicht, aber du wolltest mir auch noch was erzählen. Ja, ich muss dir was erzählen. Ich will auch nicht, dass du das jetzt von anderen hörst oder so, ne? Ich hatte ja Treffen mit Mario, ne? Ja. Ja, wie soll ich das erzählen? Der fragte mich echt, ob ich ein Problem mit dir habe. Bin da natürlich jetzt erstmal ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Hab natürlich gesagt, so, er fragte nämlich so, ob ich da was gegen hätte, wenn mein Bruder denn weg wäre, sagst du es. Vielleicht ist es mein Bruder, vielleicht nicht, habe ich so jetzt gespielt, ne? Ja. Weil du musst ja Angst haben, dass du sofort weg bist bei ihm. Ich habe irgendwie ein bisschen Verdacht bei dem Mario, ne? Wenn du was Falsches sagst, dass du sofort puff und fällt nächste Loch und bist du weg. Ich glaube, die wollen dich loswerden. Was, wieso will der mich loswerden? Der hat doch gesagt, ich soll dir noch Gefallen machen. Ich glaube, da solltest du aufpassen. Ich glaube, dass er dich loswerden will. Ich habe nämlich das Gespräch, dass, ja,
ob ich denn ein Problem damit hätte, wieder alleine zu arbeiten. Okay. Der hat er das von vielleicht rausbekommen mit die Ahmed undercover? Weiß es nicht, ich habe da nichts zu gesagt. Ich habe nur gesagt, so, weil er fing an von wegen mit Düsseldorf-Geschichten und sowas, seitdem du hier bist und noch jemand hier ist, gibt's hier nur Ärger und er will die ruhige Stadt wieder haben. Und ich sag, gut, du, kann ich nichts zu sagen. Aber er fragte echt, ob ich dich loswerden will. Ich habe jetzt natürlich erstmal mitgespielt, aber wollte dir das denn auch gleich sagen, dass wir mit Martin sonst reden, dass du ein bisschen bei Schutz stehst sonst. Oder wir müssen uns was anderes überlegen, ob du erstmal wieder zurück nach Düsseldorf gehst oder sowas, weil... Dann kommen wir so nach Duisburg, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden und mal gut, wir halten den Lamborghini hier, vielleicht brauche ich den, wenn es mal heiß wird, dann muss ich vielleicht abhauen. Pass auf, Rainer, Notfallplan ist, ich würde mich bei dir melden, wenn ich wirklich abhauen muss, nehme ich die Lambo, bin weg und dann melde ich mich bei dir irgendwann später, okay? Ja, das geht, wenn es ist, ist es so. Es hilft ja nichts, es bringt ja nichts, dass hier irgendwas passiert. Das ist korrekt. Rainer, hey, danke, dass du erstmal mit mir gesprochen hast. Hey, du bist echt der Bruder, ne? Mal umarmen, ne? Bitte einmal umarmen. Alles klar. Hey, Rainer, diese Welt hier ist komisch. Ne? In Duisburg verstehe ich mich besser. Ja. Ja, liebe Leute, was geht hier ab? Was ist hier los? Es gibt hier keine ehrliche Seele mehr. Ohne Rainer wäre ich hier aufgeschmissen, überleg mal, die wollen den Ahmed in die Grube hauen. Das ist ja unglaublich. Was ist denn da los? Hier wird mir ein Lambo angeboten, aber Gott sei Dank wurde mir der Lambo angeboten. Jetzt habe ich hier wenigstens ein Fluchtauto noch stehen, falls mir irgendwie einer ins Leder will. Und Rainer werde ich auf jeden Fall überreden, da auf jeden Fall weiter mitzuspielen, damit ich Bescheid weiß, wenn ich hier weg muss. Und damit der hier weiter in der Stadt auch noch leben kann, ne? Also, aber der wird heiß für Rainer, Ahmed. Das könnte tatsächlich sein, dass das hier vorbei ist. Ja. So, Torben, da müssen wir mal schauen, wie das da weitergeht. Lass einen Daumen da. Genau, lass einen Daumen da und guckt bei den anderen natürlich rein, besonders was die anderen vorhaben. Und Mario, dem müsst ihr auf jeden Fall reingucken und mir berichten. Schreibt es mir in die Kommentare, was da drin ist. Und dann wünsche ich euch auch alles Gute. Bye, bye und ade.